Das doch noch gar nicht. Also, das hätte doch eigentlich gar keinen Sinn. Die würden bei nichts mitziehen, außer wenn wir Böhmen den Krieg erklären würden. Nee. Vielleicht. Oder Österreich, ja. Aber trotzdem, bis jetzt habe ich immer gute Erfahrungen mit Ungarn gemacht. Und wir wollen ja auch ein bisschen Präsenz zeigen in Europa, ne? Ja. Was wiederum bedeutet, wenn wir Ärger kriegen, dann haben wir da aber noch das dicke Ungarn auf unserer Seite. So, bis wir Bayern und Elsass annektieren können, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Und die Oh, könnten uns zurzeit nicht leiden. Bayern! Ja, die haben minus 90 bei uns. Ach, kein Problem. Wegen einem entehrten Bündnis, immer noch. Ach. Weißt du, die können mich gerne mal haben. So. Ich checke jetzt doch einfach mal hier mal was aus. Mit wem ist denn jetzt Würzburg genau noch alles? Braunschweig und ja gut, Trier. Wir könnten rein theoretisch die 13.000er Mann-Armee für Würzburg uns aufheben. Die 10.000er Mann-Armee um in Hessen schicken wir nach Kassel. Und die 7.000er Mann von Augsburg, die schicken wir nach Nassau. Ja. Oh, warte mal. Was los? Ach, na toll. So, ich formiere jetzt mal unsere Streitkräfte. So, wir kriegen erstmal 20 Jahre minus 15% Steuern. Ach was? Z 20 Jahre? Ja. Hast du eine Mission ausgewählt? Nee. Abschaffung von Kirchenfunktionen. Wir erhalten 76 Dukaten und jährlicher Papsteinfluss plus 1. Oh Mann. Da ist ein Dukat weniger. Puh. Naja, den kriegen wir schon durch unsere wirtschaftlichen Investitionen wieder rein, nehme ich mal an. Ja, irgendwie schaffen wir das schon. Ja, das soll jetzt auch kein Hit sein. Ach, unser Kardinal ist ja gestorben. Wollen wir mal in den neuen investieren? Richtig. Nimm den 40-Jährigen. Ja, ist so. Auch wenn wir die Loyalität jetzt mal kriegen. Frankreich versucht auf 3 Stück zu machen. Können die nicht halten. Nee, auf keinen Fall. Und Spanien ist nach wie vor der Papst. Oder besser gesagt, ist ja noch Kastilien. Ja. Och, aber dieses Frankreich, darum müssen wir uns noch kümmern. Kreuzzug gegen wen? Gegen Marokko. Ach ja. Marco macht gerade wohl Algerien platt, wie ich das hier sehe. Sehr schön. Minus Oh. 50 militärische Macht. Wir können in eine administrative Technologie entwickeln. Genau, das ist erstmal wichtig. Sehr gut. Das bedeutet, wo sind unsere kritischen Regionen? Augsburg. Da könnten wir ja gleich rein theoretisch das Gericht entwickeln. Ja, wir müssen erstmal. Krieg können wir ja noch gar nicht. Nee, dafür brauchen wir die Technologiestufe 8. Na ja, gut. Tempel können wir erstmal errichten. Das machen wir am besten Salzburg. in Region mit dem größten, wie heißt es? Revoltenrisiko, Augsburg. Nee, mit dem größten Grundsteuerwert. Ah Das wäre, ja. glaube ich, sogar. Okay, Nürnberg haben wir noch nicht. Gut, dann ist da zurzeit Ansbach. Glaube ich, oder? Ansbach. Nee, gar nicht. Nicht Frankfurt. Wo ist das? Gucken. Nee, Salzburg zurzeit. Echt. Ach krass. Okay, baue ich das mal direkt. Ja, das ist natürlich super. Die österreichische Kultur sympathisiert mit der rheinischen, das finde ich ja gut. Mein Freund, wenn du... Polen ist von Österreich besetzt. Ja, so wie zu den Polen, wo?
Aber so wie ich die Österreicher kenne, lassen die bestimmt eh wieder die kompletten besetzten Gebiete nach Kriegsende wieder frei. So, jetzt sind wieder Wahlen. Ah, dann würde ich mal sagen, tritt unser Kandidat wieder an. Und bald werden wir auch zu einer Diktatur. Bei der nächsten Wahl wahrscheinlich ungefähr. Das ist super. Ist die Frage, ich würde ja ganz gerne noch 3 Regimenter in Nassau ausbilden, dass wir da 10.000 Mann auch haben, um Trier abzublocken. Ja, blocken tun wir sie sowieso. Bayern zieht ja hinterher sowieso mit. Mit den 10.000. Müssen sie ja. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Ja, du musst sagen, wenn du startklar bist für den Kampf. Tja, ich weiß es noch nicht. So ein bisschen Mannstärke regenerieren lassen. Haben wir die Rüstkammern jetzt überall drinne? Ja. Ja. Alles klar. Tja, dann können wir. Dann würde ich wohl sagen, dann annektieren wir wohl hinterher alles nacheinander, boah. Erst Braunschweig, Trier und dann zum Schluss Bamberg. Beziehungsweise Würzburg. Dann würde unser Reich erstmal auch wieder schön fett groß werden. Ja. Und warum zum Kuckuck ist Magdeburg im Krieg mit Polen und Litauen? Oh, ein Befehlshaber ist gestorben. Puh. Ach, es gibt wohl ein Bündnis, ein Militärbündnis gegen uns, boah. Gibt es? Ja, das kann gut sein. Gucken, ja, bis jetzt ist da nur Österreich drin. Ja. Ich glaube, da wird bald nicht mehr viel Existenz sein. Gucken, also Würzburg mag uns überhaupt nicht, die Pfalz mag uns nicht, Köln mag uns nicht, Baden mag uns nicht, ja, eigentlich alles. Jeder im Heiligen Römischen Reich mag uns nicht. Ja, sicher. Wenn wir da schon die kleine Staaterei haben. Alter, Einigkeit ist doch immer noch am besten. Ich meine, das wollen diese kleinen Kleckerprovinzen. Die sind nichts im Vergleich zum Ganzen. Boah, geil. Was los? Entweder wir verlieren 144 Dukaten oder kriegen 3 Inflationen. Tja, ich würde die Inflation nehmen. Dann wird es zwar erstmal etwas, die ganzen Sachen, die Soldaten und das alles ein bisschen teurer, aber das ist ja egal. Alter, hast du das gerade gesehen? Münster hat Kleves eingenommen. Jo, Münster scheint auch auf dem Eroberungsfeldzug zu sein, ey. Ja, und die Affen sind verbündet natürlich mit Österreich. Ja, natürlich sind die verbündet mit Österreich, ne? Ist ja auch. Verstehe jeder. Ich nicht. Jeder ist verbündet mit Österreich, das ist schlimm. Ich sag dir, Österreich wird 100 pro denen nicht sagen, dass die unrechtmäßiges Territorium haben. Nee. Ja, und damit gibt es bloß noch 34 Fürstentümer. Oh, Magdeburg hat das Militärbündnis. Militärzugang, du hast recht. Aufgekündigt. Tja, wollen wir Krieg machen? Ja, ich setz erstmal wieder die Dinge so, Armeeunterhalt. So, jetzt verdienen wir nur 4. Haben wir einen 2-Sterne-General bekommen? Jo. Nee, gar nicht, das ist nicht. Ich habe noch gar keinen ausgewählt. Ah, das ist okay. Der von Lothringen. Dann wähle ich mal einen aus, boah. Haben wir Lothringen Militärzugang gewährt? Ich glaube nicht. Oder sind die in Arnsbach? Ich glaube nicht. Die waren bestimmt im Krieg. Und sind abgehauen.
Und sind abgehauen, richtig. Und als der Krieg vorbei war, bumm, konnten die natürlich nicht mehr einfach hier so durchmarschieren. So, ich würde sagen, dann erkläre ich Bamberg mal den Krieg. Hey, wir haben endlich mal was Gutes, etwas Gutes bekommen. Ich höre. Wir haben einen Anspruch auf die Oberpfalz bekommen und erhalten 10 Prestige. Das ist sehr schön. Wie lange hält der Anspruch vor? Ich meine 25 Jahre. Okay. Köln, Bis Lothringen noch und Trier. 1497. Ist ja okay. Wenn wir die Oberpfalz angreifen, dann können wir Böhmen den Krieg erklären, nur. Aber erstmal töten wir jetzt hier die ganzen Würzburger, Yep. würde ich sagen. Richtig. Ich erkläre den Krieg. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ab nach Bamberg. Richtig, Ja. und die Armee erledigen. Jetzt warten. So. Jetzt nach Braunschweig. Die warten jetzt am besten noch ein bisschen. Die in Nassau. Genau. Sehr schön. Ich teile mal hier die Armee. So, die wollen über die Pfalz anscheinend. Die Trierer. Die können uns mal. Die können uns mal gerne haben. So, ich habe mich gerade mal oben in Braunschweig gekümmert. Ich guck mal gerade. Ich frage mich, wo die Bayern hinlaufen. Ich glaube, die Die gehen gehen nach nach Würzburg. Würzburg. Und ich würde sagen, ich schicke die mal nach Mainz. Das ist Weil richtig. ich will die Trierer abfangen. Das ist richtig. Die wollen nach Arnsbach. Und wenn die denn jetzt nach Baden? Würzburg. Okay, ich verstehe nicht, was die Trierer machen. Das Schlimme ist, boah, diese 1000 Mann aus Würzburg, die sind genau in die Oberpfalz geflüchtet. Ah, die wollen nach Elsass, die Trierer. Unser Vasalle. Das schaffen die nicht, Alter. Elsass hat so einen guten General. So, Und die das haben noch heißt. den Feldpower-Bonus, sage ich jetzt mal. Richtig, ja. Kannst du mal die Geschwindigkeit auf 2 stellen? Na klar. Ich nehme. So, sehr schön. So, das war's mit Trier. Wird aber knapp in Elsass, aber sollten die schaffen. Eigentlich, ja. Wenn wir gleich sehen. Yep, verloren. Sehr schön, die flüchten jetzt nach Österreich. Da können sie bleiben. Genau, wir haben den Krieg eigentlich so gut wie gewonnen. Richtig. Es gibt keine Braunschweiger Armee mehr. Eine Armee aus Bamberg, die uns nicht gefährlich werden kann, die in der Pfalz festsitzt. Ja. Und dazu die Trierer Armee, die ist auch erstmal geschlagen. Da kommen die jetzt auch erstmal nicht ran. Ich würde sagen, passt doch. Ja, ich erhebe mal Kriegssteuer. Mach das. Inflation könnte ich eigentlich auch mal senken, so. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr. Zwar ein bisschen administrative Macht gekostet, aber was soll's. Was soll's, ja. Pommern und die Hanse. Weißt du, was wir uns dann eigentlich auch kümmern könnten? Lüneburg und die Hanse. Du und Lüneburg, ne? Ja, das sind meine persönlichen Freunde. Die sind nämlich verbündet mit Pommern, die Hanse und Anhalt. Ja, die Hanse, also der Hanse, so den Krieg zu erklären, wäre ziemlich schwierig. Weil die sind verbündet noch mit dem Deutschen Orden Lüneburg, Magdeburg, Oldenburg, obwohl der Deutsche